Hey Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in Mähdresche XXL. So, wir sind jetzt an dem einen Feld. Maisdresche. Wir gucken jetzt gerade mal, wie viel hat der Mähdrescher drin. Ja. Dann gucken wir jetzt mal, was wir für einen Traktor mit Überladehänger her. Und das Problem ist wieder. Brauchen einen zweiten Traktor mit Ding, brauchen einen zweiten Traktor mit Hänger, da passt ja halt viel rein in den Hänger. Zum Abfahren reicht ein mittelgroßer Traktor. Gucken wir gerade mal, was haben wir denn für Überladehänger, was die für Leistung brauchen. Wo haben wir Überladehänger? Da sind sie. Bergmann hat 43.000 und der Brenn 53. Ich kaufe der Brenn, weil den brauche ich wahrscheinlich auch noch für das Mähdresche 6L. Ich kaufe gleich den. Der hat ein großes Volumen, da passt auch ordentlich was rein. Was kaufe? Ich war selber nicht. Was ist günstiger? Ich habe zwar jetzt gerade nur die finanziellen Mittel, um die Maschine zu kaufen. Soll ich es kaufen oder mieten? Ich weiß selber nicht, was günstiger ist. Bandlaufwerk, braucht man eigentlich nicht. Das kostet mich jetzt auch nur wieder Aufpreis. Gerade gucken, was. 8000 Euro. Oh, das ist aber ordentlich. Ja, wir machen Reifenvariante, das passt so. Ja, da passt auch ordentlich was rein. Okay. Den mieten wir jetzt einfach mal. Beim Kauf ist es auch wieder so. Umso mehr Betriebsstunden die Maschine haben, umso weniger sind sie wert. Der Wert nimmt ja dann auch ab. Und der Wert nimmt ganz schön ab. Ich habe das ja mal schon mal testet bei 10.000 Stunden, puh, da sind die Maschinen ganz schön viel weniger wert. Dann brauchen wir noch einen Schlepper. Dann nehmen wir einen mittelgroßen, da reicht ein mittelgroße. Oder was steht da dabei, was der Leistung braucht? Ich glaube, was wie 200 PS, kann das sein? Oh, 300. Puh, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, gucken wir mal, Valtra. Da muss man aber schon bei den Großtraktoren gucken. Steher, Valtra. John Deere und Johnny. Valtra. Ja, der hat doch schon auch 350 PS. Es passt doch. GPS, Reifenvarianten, Radgewicht, Breitreife, Mietradgewicht. S324, das passt. Okay, dann mieten wir den mal. Gewichter, nehme jetzt vorläufig mal noch keine dazu. Boah, das ist schon ein mächtiges Teil vom Überladehänger. Ich habe mit dem schon öfters gespielt, aber ja, der Traktor, der sieht neben dem Ding schon ganz schön mickrig aus. Eieiei. Okay, dann düsen wir mal zu Feld 20. Oh, jetzt habe ich eine Sache beobachtet. Ja, blöde Schranke und ein Zug. Ich habe jetzt gar nicht gesehen. Mal kurz warten, bis der vorbei ist. Oder steht der wieder irgendwo? Ja. Da steht er wieder. Das ist das Problem, wenn ich nicht mehr stopp.
dass der öfters mal an der Schranke anhält und dann die ganze Zeit Schranke unten bleibt. Und ich wundere mich, warum geht die hoch? Jetzt ne? Soll der da mal irgendwo zwischendrin anhalten, wo uns it stört. Weil da vorne kommt nämlich schon wieder die nächste Schranke, wie die bei uns im Hof. Da it Schranke, das sind so Pfeiler, wo aus dem Boden rausfahren und sind die nachher wieder oben. Oh ja, der ist ja fast voll. Aber der hätte jetzt gar keinen Warnton abgegeben. Da muss ich noch einmal gucken, ob ich das aktiviert habe. Normal müsste einen Warnton loslassen. Ich weiß nicht, habt ihr ihn vielleicht gehört, aber ich habe jetzt gerade das Kopfhörer ein bisschen ruhig gestellt gehabt. Also ich habe jetzt nichts gehört. Ja gut, ich habe jetzt den Kopfhörer ziemlich ruhig gehabt. Dass es nicht so laut ist. Muss ich mal gucken bei... Ob 80% macht das normal. Mein Kollege da mal kurz abtanke, dass der mir nahe steht. Ja, eigentlich brauche ich den Abfahrer mit dem Überladeding gar nicht mehr, die bin ja bald fertig. Okay, aber ich brauche es für die nächsten Felder. Wie gesagt, also der Johnny, den werde ich behalten im Metrisch XXL, weil er einfach gekauft ist. Hat zwar keine große Arbeitsbreite, ja, vielleicht mal probieren, vielleicht kann ich ihn auch im Drescherband laufen lassen. Mal gucken, vielleicht funktioniert das ja mit dem auch. Okay, tanken wir den nachher nochmal ab und dann soll der fertig dreschen, weil dann wird der Tank von meinem Drescher eh nicht mehr voll und dann können wir uns schon mal die nächste Maschine mieten. Dass wir auf den nächsten Felder schon mal Kurse generieren. Ich habe mich jetzt auch entschieden, bei der Vorbereitung euch mitzunehmen. Weil das dann einfach interessanter ist. Ich hätte euch jetzt auch mal so machen können, dass ich nur Matrix XXL mache. Aber ich habe gedacht, so ist das einfach das Projekt interessanter, wenn ihr auch beim Abernten von der Rübe und der Kartoffel und so. Weil das werde ich ja alles mit dem Kartoffelvollernter, mit der Rübevollernter machen. Mal gucken, wie es zeitlich hinhaut. Vielleicht mache ich es auch so, dass ich auf deine Felder Rübe-Miete anlege. Und dann mit der Europa Euromaus das Überlad auf den Hänger und den Verkauf. Aber das sehen wir dann alles noch, wie wir das genau machen. Ja, und das mit dem Säe, ich habe gedacht, ja, ich nehme euch auch mal beim Säe mit, wenn ich mit einer riesigen Maschine schaffe und so. Das ist dann auch für euch einfach mal interessant. Okay, jetzt gucken wir aber kurz noch in den Drescher. Ja, müsste eigentlich. Ja, es reicht. Okay, dann gehen wir mal wieder zum Landhandel. Wir dann jetzt erstmal ein Mähdrescher. Und zwar ist es der Lexion 8900. GPS schalten wir ein oder kaufen wir mit. Ah, das kostet schon 15.000 Euro. Alter Schwede. Ah, okay. Den mieten wir. Jetzt kommt noch das Dreschwerk dazu. Wo haben wir die Dreschwerk? Hallo, wo bist du? Da bist
Was ich toll finde bei dem Convio, da gibt es einen Hänger dazu. Wenn ich das Drischwerk auf dem Hänger absetze, tut sich das auf dem Hänger automatisch positionieren, sodass es sich drunter fällt. Das ist bei vielen Hängern nicht so. Das legt man auf den Hänger drauf und dann liegt er schräg drauf und dann fahrst du mit dem Mähdrescher um eine Kurve rum und dann liegt es auf der Straße. Und das tut sich da automatisch positionieren und das finde ich eigentlich eine super Sache. Okay, das Convio 1230, da muss ich nämlich auch den richtigen Hänger jetzt dazu kaufen. Ich habe jetzt schon zweimal den falschen Hänger dazu gekauft. Weil das andere Drischwerk, das andere Hänger, der andere Transporthänger, der heißt fast gleich. Corio, genau. Und Convio. Und da bin ich immer durcheinander gekommen. Ah, das ist der Convio 1230 Trailer. Genau, der ist es. Okay. Den mieten wir auch mal. Na gut, vielleicht kaufe ich die Maschine auch später, wenn ich genug Geld habe. Ich weiß es selber, was günstiger ist, wie ich mehr Geld sparen könnte. Okay, dann kommen wir mal. Der steht da mitten auf der Straße. Ach, den bringen wir jetzt mal zum Hof. Muss ich aber gerade mal gucken mit den Einstellungen. Das Pflanzenwachstum, das möchte ich nur hochsetzen. Machen wir schnell Pflanzensterber aus. Habe ich eigentlich schon alles so eingestellt? Zerstörung an. Helferbetankung, Gülle. Die ganze Helferbetankung, die lasse ich aus. Das heißt, er tankt automatisch nach. Also, er Saatgut in der Sämaschine bleibt immer bei 100%. Das ist einfach, dass es schneller geht. Im Projekt PGR Snellluft, da werde ich so machen, dass ich immer manuell, also da habe ich die Helferbetankung ausgeschaltet. Aber da geht es jetzt eigentlich nur ums metrische XXL. Das sind jetzt die Vorbereitungen und die sollte eigentlich ziemlich flott über die Bühne gehen. Okay, aus, Schmutz normal, automatischer Motorstart aus. Ja, all Helferbetankung mischt Hämmer keiner. Okay, das passt so. Ja, das passt so. Nochmal speichere. Okay. Dann bringe ich den Kollege zum Hof. Gerät muss entladen werden. Hä? Jetzt da ein Seite nachfahren. Der Mähdrescher kann doch jetzt schon wieder voll sein. Das war doch jetzt nur zwei oder drei Bahnen, wo er gehört hat. Ah, okay. Das ist die Meldung, wo ich gesagt habe, da kommt ein Piepston. Und kommt also doch kein Piepston? Oder ist das, weil er. Nee, halt, das ist schon, weil er fertig ist. Genau. Er ist fertig mit dem Feld. Genau. Entlasse. Der Kurs müssen wir noch speichern, genau. Feld 20 Trische. Die Kurse, wo ich da jetzt speichere, die kann ich vielleicht auch später nachher zum Mähdrescher XXL nehmen, wenn ich den gleichen Mähdrescher nehme. Aber ich speichere es jetzt mal. Feld 20 Trischen, okay. Dann tun wir die Feldgenerierung raus. Den Kurs nehmen wir auch raus. Jetzt muss ich aber schon kurz gucken. Ist er drin? Ja, der ist drin. Okay, das passt. Das war das da. Okay. Dann tun wir den noch kurz überladen.
Passt das noch rein oder ist es schon wieder voll? Ansonsten muss ich auch kurz warten. Abfahrer soll jetzt soll die Frucht fortbringen. Ah, das muss rein passen. Genau, okay. Schicken wir erst einmal da los. Und dann mal so provisorisch positionieren. Erster Wegpunkt, Abfahrt einstellen. Jetzt gucken wir gerade mal. Wo haben wir den ersten Wegpunkt? Okay, ja. Sieht schon mal gut aus. Perfekt. Ja, das macht er. Wir müssen jetzt auch automatisch bei der Mühle abladen, aber jetzt gucken wir noch einmal kurz dazu. Wir generieren jetzt erstmal den nächsten Feldkurs. Habe ich alles ausgeschaltet? Okay. Dann kommen wir zurück zum Landhandel, hole den einen Mähdrescher. Was habe ich da noch stehen? Ach, das ist Strichwerk, okay. Das ist auch gut. Ich kann jetzt auch immer überwachen, wo jetzt der Drescher ist zum Beispiel. Wenn es da oben irgendwo ist, kurz vor der Mühle, springe ich da kurz in den Traktor rein, fahre kurz mit, guck, ob er das ablädt und kann dann wieder zurück an mein Ding und weitermache das, was ich gerade machen will. Okay, dann. Nee, den lassen wir gerade am Feldrand stehen. Muss ich gerade mal gucken, welche Früchte sind denn schon reif. Platz 7. Wow, das ist. Oioioi. Das ist natürlich ein ordentlicher Platz. Was ist da drauf? Das sind Sojabohnen, oder? Sojabohnen, genau, okay. Ja, da brauche ich Austrischwerk. Ah, das ist kein Bio-Trailer, genau. Okay, der rote Punkt sind immer die Fahrzeuge und gelb sind immer Hänger. Oder blau. Blau sind Hänger. Also, Fahrzeug und Hänger haben immer verschiedene Farben. Also es muss nicht rot und gelb sein. Da ist es genauso. Da ist grün der Schlepper und blau. Okay. Ja, das ist doch gut. Da sieht man es wenigstens. Da haben wir den Stresswerk gleich mal aufladen. Kann ich euch genau, das kann ich jetzt euch das mal kurz zeigen mit dem Positionieren auf dem Hänger. Weil das ist viel mal bei vielen Schneidwerkswegen ist es nicht so, dass er sich automatisch das Dreschwerk automatisch positioniert. Das finde ich super bei dem. Bei dem Hänger. Ich habe eigentlich bis jetzt, ich schaffe es gern mit den Schneidwerkswegen. Eben wegen dem, weil da positioniert sich oft das Schneidwerk automatisch drauf und dann liegt es irgendwie schräg drauf, zum Beispiel jetzt so, oder kriegst du es nicht sauber drauf und dann bei der nächsten Kurve in der Straße, auf der Straße fliegt da, liegt das Schneidwerk auf der Boden und liegt auf der Straße. Da möchte ich das mal kurz zeigen. Was steckt im Verkehr? Was ist da jetzt schon wieder? Was hat der für ein Problem da oben? Wo ist er genau? Okay, der hat nicht abgeladen. Aber ich hab doch. Ach, ein Klasse, ich hab doch. Fahr- und Abtanke drin geht. Warum tankt er jetzt ab? Man kann nur mal probieren. Probieren wir es mal mit dem.
Erhalten muss ich so kurz die Kursgenerierung einschalten, damit ich sie, wo ich ihn positionieren muss, hinter der Mühle. Ich fahre jetzt einfach nochmal hinter die Mühle und starte nochmal, mal gucken, ob er es jetzt macht. Aber eigentlich ist es egal, ob der abtankt mit nur Abfahren am Wegpunkt oder mit Abmitrische und Abfahren. Ich muss jetzt gucken, mal gucken, ob es jetzt funktioniert. Oder ich bin einfach schnell durchgefahren, das könnte auch sein. Weil normalerweise müsste automatisch langsamer fahren. Also ich brauche nicht im Silo oder halt in der Mühle selber langsam fahren. Das macht er dann automatisch, wenn ich durchfahre. Nächste Klasse, den Wegpunkt abfahren, einstellen. Gucken wir mal, ob er es jetzt macht. Nee, wieder nicht. Aber die Mühle habe ich doch gekauft, oder? Wo man die überhaupt kaufen? Nee, die ist gerade kaufbar. Ich muss gerade mal gucken, kann ich so abtanken? Die nehmen doch Mais an. Hä? Wieso ist da nichts drin? Hat der das schon verkauft? Ah, der hat abtankt, aber ist hinter der Mühle stehen geblieben. Aber wieso das? Man müsste doch weiterfahren. Da habe ich doch gar keinen Pausepunkt gesetzt. Okay, lange Rede, kurzer Sinn. Er soll einfach weiterfahren. Nächster passende Wegpunkt. Mal gucken, ob er wieder anhält. Ich habe da keinen Pausepunkt gesetzt. Nee, jetzt fährt er weiter. Da muss ich gerade gucken, das ist Statistik, das müsste ich so sehen, ob es. Wo sehe ich das, ob es abtankt hat? Nee, ich glaube, das sehe ich nirgends. Doch, da. Nein, das sind verkaufte Fahrzeuge. Einnahmen Ernte, doch. 20.417 Euro. Ja, aber mich wundert es, warum der hinter angehalten hat. Okay, müssen wir nächstes Mal beobachten. Ja. Der soll jetzt mal zurückfahren. Den holen wir dort vom Feld. Und ich generiere den nächsten Kurs mit dem großen Mähdrescher. Ich glaube, da bin ich am überlegen, ob ich das mal im Verband mache. Ich habe das noch nie gemacht. Im Verband schaffe. Okay. Dann gehen wir auf die Karte. Wo waren wir stark, lieber? Genau da. Wir wählen doch jetzt Platz 7. Ja, genau. Puh, das ist ein ordentliches Stück. Alter Schwede. Ein Fahrzeug einsteigen. Ah ja, genau, den wollte ich eigentlich da noch absetzen.
Wenn ich jetzt wegfahre, ah, ich glaube, jetzt hat er sich schon positioniert. Oder macht das erst, wenn ich wegfahre? Dann müssen wir mal schauen. Ne, der hat sich schon positioniert. Das habe ich gesehen, wo ich ihn abgesetzt habe, dass er sich gleich danach positioniert hat. Weil mit dem Schneidwerk, da würde ich auf deine Straße nicht weit kommen, bis ich da irgendwo hängen bleibe oder sonst irgendwas. Okay. Jetzt haben wir ein Auto ab. Nee, halt, und mein Fruchtfeld ist schon dort oben. Aber ich glaube, ich bin wirklich am Überlegen, ob ich das, das Rübe ernte. Da muss ich jetzt nachher mal gucken, wie viel Felder Rübe das man ernt, dass ich das auf dem Feld Rübemiete anlege und dann mit der Europamaus abfahre. Ich glaube, das mache ich so. Das macht einfach viel mehr Spaß. Dann sende dir auch mal, wie das funktioniert. Ja, genau, das mache ich. Ich glaube, das mache ich so. Wow, was ist denn das für eine schöne Höhle da an? Alter Schwede. Oh, krass, schaut euch das mal an. Eieiei, das ist ja geil. Und wie tief die reingeht. Oh, da könnte man ja sogar schon Maschinen unterstellen. Alter Schwede, das ist ja geil. Ah, da entdeckt man doch immer wieder neue Sachen auf der Map. Eieiei. Okay. Auf der Seite kann ich einfach. Ah, doch. An auch einsteigen. Manchmal funktioniert es, manchmal funktioniert es nicht. Das kommt darauf an, wie weit du weg vom Drescher bist. So. Da schaffen wir auch wieder einen Uhrzeigersinn. Boah, das ist ein ordentliches, das ist ein ordentlicher Schlag. Alter Schwede. Ich glaube, da schaffe ich einen Drescherverband. Okay, dann machen wir gleich mal den Kurs generieren. Jetzt mal ganz aufs Feld drauf fahren. Da ist er. Aktuelle Feldrandkurs, genau. Was war das? Feld 7, haben wir gesagt gehabt. 7, genau. Okay, dann überschreiben wir. Aktuelle Feldrandkurs. Berechnen, das haben wir jetzt, Kursgenerierung. Das ist Platz 7. Aktuelle Fahrzeugposition, nee, das ist Südwest. Ja. Ja, Südwest. Schadrichtung automatisch. Insel haben wir keine. Überspringe Reihe. Ich glaube, das muss ich nachher einstellen. Wenn ich im Drescherverband schaffe, muss er immer eine Reihe überspringen. Das müssen wir ausprobieren. Arbeitsbreite 12,60 Meter, das passt auch. Beim Drescherverband, da soll er nur hoch und runter fahren, also kein Vorgewende. Kein Vorgewende. Berechnet er das jetzt dann automatisch oder? Weil mit die. Ah ja, genau. Das ist hoch, runter. Okay, das passt. Feld kurz generiere. Ja, genau. Okay.
Ja, da muss ich glaube nachher überspringen, Reihe 1. Ich muss das selber ausprobieren. Ich habe das wirklich selber noch nie gemacht. Okay. Mal den noch kurz speichern. Dreschefeld 7 war das, glaube ich. Ja. 7 Dresche. Will den Kurs, den kann ich denn nachher ausschalten zum Mähdresche XXL nehmen. Will die Kurse, die ich. Halt, das ist Dresche. Wir brauchen kein Dresche, wir brauchen Dresche. Will die Kurse, wo ich drin habe, die wir euch dann auch nehmen zum Mähdresche XXL. Okay. Ja, dann sind wir schon wieder am Ende unserer Folge angelangt. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert doch gerne meinen Kanal und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.